Wir befinden uns hier am Michaelerplatz im Zentrum des 1. Bezirks in Wien, gleich bei der Hofburg. Hinter mir seht ihr die Michaelerkirche, die im 13. Jahrhundert errichtet wurde und damit eine der ältesten Kirchen Wiens ist. Sie repräsentiert aus vielerlei Gründen das katholische Österreich der Habsburger, dessen Werte und Ideale in den Jahren des Austrofaschismus von 1933 bis 1938 eine Renaissance erlebten. Diese wirkt bis heute nach und prägt das offizielle Bild von Österreich. Die Kirche ist dem Erzengel Michael geweiht und auch nach ihm benannt. Die in der Turmkapelle aufgestellte Marienstatue wurde anlässlich eines gescheiterten Attentats gegen den austrofaschistischen Diktator Engelbert Dollfuß im Oktober 1933 in Auftrag gegeben und schließlich am 29. September 1936 eingeweiht. Zu diesem Zeitpunkt war der Diktator aber tatsächlich bereits tot. Er war im Zuge eines nationalsozialistischen Putsches im Juli 1934 ermordet worden. Dollfuß begründete 1933 die austrofaschistische Diktatur, die bis zum Einmarsch Hitler Deutschlands in Österreich im März 1938 bestand. Ihre zentrale Stütze war die katholische Kirche bzw. der politische Katholizismus und im Zuge dessen erlebte im Austrofaschismus auch der Marienkult einen neuen Höhepunkt. Maria wurde erneut als Beschützerin des sogenannten Abendlandes angerufen, als dessen Schutzmacht sich auch das katholische Österreich verstand. Auch wenn die Turmkapelle Maria geweiht ist, gewidmet ist sie dem Andenken an Engelbert Dollfuß. In der Kapelle befindet sich auch eine Tafel mit einem Porträt in Erinnerung an den zutiefst katholischen Diktator, der in einigen politischen Kreisen aufgrund seiner Gegnerschaft zum Nationalsozialismus auch heute noch als Märtyrer für ein unabhängiges Österreich verehrt wird und dessen in der Zwischenkriegszeit geprägte Vorstellungen eines idealen Österreichs mit seinen katholischen Werten bis heute nachwirken. Mehr dazu erfahrt ihr im Rundgang Was ist Österreich?